So, was haben wir denn hier? Mittagspause bei Freaks for You Gaming. Malte am Start hat, wie ich sehe, einen Burger sich geholt. Mit Pommes. Pommes rot. Muss man natürlich sagen, das ist so ein bisschen die Kindervariante. Kenner nehmen ja Mayonnaise oder Pommessoße. Malte hier mit dem Burger. Was ist es denn? Das sieht nicht ganz so fleischlich aus, muss ich sagen. Eher so Fleischersatz. Schon mal so die nächste Sache. Warum holt man sich einen Burger, wenn man doch keinen Hunger auf Fleisch hat? Führt jetzt das Teil ganz, ganz langsam zum Mund, genussvoll. Ein Biss rein könnte Halloumi sein, wenn ich das so sehe. Auf jeden Fall was Frittiertes. Das steht fest. Viel, viel Fette, ja, für die YouTuber. Die wissen ja, ja, man ernährt sich am besten von viel Fett. Am besten mal einen Energy Drink dabei. Diesmal vorbildlich Wasser oder, wir wissen es ja nicht ganz, könnte auch Wodka sein. Ist die große Frage, wie man so den Tag am besten gestaltet. Ja, vielleicht jetzt nochmal langsam das Glas zum Mund geführt, genüsslich. Ja, Augenkontakt, ganz, ganz entscheidend. Sehen wir immer mal wieder Augenkontakt beim Essen, meine Damen und Herren. Ja, und man sieht, Salat geht raus, sieht auch knackig aus, ganz frisch das Ganze. Frisch zubereitet. Ich hoffe, der Burger ist noch heiß. Ja, zustimmendes Nicken, also ein heißer, fettiger, leckerer Burger und ein kleiner Pizza. Weiß ja nicht so ganz genau, was macht man damit jetzt? Traut dem nicht so wirklich. Holt dafür das richtige Besteck raus. Das ist ein richtiger Mann, da braucht man richtige Gabel für. Ja, nicht so ein kleines Kinderpiekserle, ja, denn die Pommes müssen ja rauf auf das Ding. Ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie sich die Leute das aufteilen. Ja, macht man es auf den Teller drauf, die Pommes, holt man es da raus. Ja, oder die Pommes sogar auf dem Burger. Davon habe ich gehört, das ist dieser Spezialburger. Manche haben da ja so große Vorlieben, mal die Gurke raus, mal die Gurke rein. Ja, damit kennt sich manche besonders gut aus. In dem Fall jetzt die Pommes am Start. Und dann haben wir einen schmackhaften, nahrhaften Burger. Und wieder den nächsten Bissen. Das ist auch die Frage, ne? Wie viel Pommes, Burger, wie man das Verhältnis, wie man das aufteilt letzten Endes. Ob man jetzt die Pommes erst isst, manche essen erst den Burger und dann die Pommes. Ja, Malte macht jetzt so ein bisschen Freestyle. Mal vom einen bisschen, mal vom anderen bisschen. Das ist auch die Frage, was bleibt übrig? Es gibt so die Philosophie, das, was am leckersten ist, muss ich auch zuerst essen, weil es heiß ist und weil es geil ist. Und der Rest ist dann nur noch zum Stopfen da. Wieder andere heben sich immer das Beste zum Schluss auf. Ja, und wieder andere meinen, das muss alles gleichzeitig fertig sein. Perfektionisten hier. Ja, und wirklich perfekt ist das jetzt nicht. Da muss er schon mal wischen. Sehr, sehr früh wischen, abtupfen. Ja, im Mund, da ist ein bisschen was daneben gegangen. Man glaubt, der hat sonst immer so eine große Klappe, aber offensichtlich ging da diesmal ein bisschen was daneben. Das ist jetzt auch 30 Mal gekaut. Können ja mal zählen. Also ist jetzt da der Mundinhalt. Sieht nicht ganz so gekaut aus. Ja, wichtig, ruhig, gesund, die Kaumuskulatur mal anstrengen und dann am Ende, ganz, ganz wichtig, jetzt die kauenden Bewegungen, man sieht, gut ist er, gut macht er das, ja, fein macht er das. Und jetzt, schlucken Malte, runter damit jetzt. Nimm mal nochmal einen Schluck mit nach. Also, so wirklich trainiert, da könnte man meinen, kein Wunder, dass das so ein Spargel ist. Mit Essen kennt er sich nicht ganz so aus. Lieber nochmal einen Schluck nachnehmen und wappnen für die nächste Runde. Fest steht auf jeden Fall, der Malte ist ein Genießer. Das können wir soweit mal sagen. Ja, wir hören es, das Wort zum Sonntag. Denn ansonsten, ja, wäre man so ein Funskerl wie ich, da hätte man das Ding schon reingeatmet. Und dann wäre schon weg gewesen. Aber er lässt sich natürlich jetzt Zeit. Er möchte genießen diese Idylle bei Freaks for Gaming. Muss ja sagen, wir haben einen wunderschönen Essensraum hier. Und auch wunderschöne Gesellschaft, die man hier genießt bei Freaks for You. So läuft das nämlich. Da setzen sich die Kollegen einfach mal dazu und leisten hier Gesellschaft. Und ihr merkt schon, also ein bisschen dröppelt der Salat da raus, typisch so diese Burger-Manie, ja, der eine oder andere. Muss man aber auch ihm zugutehalten, dass es verhältnismäßig wenig, was da jetzt runtergedröppelt ist. Ja, bei manchen anderen, da liegt ja mal auch gerne der ganze Burger flach. In dem Fall ist es dann eben nur so ein paar Blättlein am Salat. Und mal ganz ehrlich, Salat auf dem Burger. Aber was sag ich, ja, da nicht mal Fleisch drauf. Insofern für ihn natürlich ein wichtiger Bestandteil. Also und jetzt ganz trotzig das Ding, ganz trotzig abgelegt, nochmal vielleicht die Hand abgewischt. Nein, jetzt mit Messer und Gabel macht er einen auf vornehm. Was passiert hier denn jetzt? Der Burger, das sind die letzten Reste, Endspurt quasi. Und dann plötzlich etepetete das Ding rein in den Mund, die Hälfte wieder raus. Ja, da tropft es runter beim Malte hier. So, mal ganz genüssig. Mmh, ja, schmecken muss das, Malte. Schmecken muss das. Ja, meine Damen und Herren, noch nie war Burger essen so spannend wie hier. Jetzt sind Teller beiseite. Jetzt die Pommes. Nächste Strategie. Ja, Gabel, Pizza, Hände. Ja, vielleicht auch gar nichts. Einfach mit dem Mund rein. Wie so ein Hund. Na, funktioniert nicht so gut. Vielleicht auf dem Teller, aber das sind die Tipps. Ja. Mit Zunge arbeitet der Mann. Mit Zunge.
Jetzt bietet der nochmal Pommes an. Wir müssen natürlich so ein bisschen Qualitätskontrolle machen. Ist auf jeden Fall noch heiß. Schön frittiert worden. Knusprig. Ja, das kann man sagen. Fest. Und auch gut gewürzt. Also man sieht, dass hier vorne ist so ein bisschen Paprikapulver mit dran. Gerade als kleiner Tipp für euch natürlich, wenn ihr die Pommes würzt, ne? Pommeswürze, am besten ein bisschen Salz, ein bisschen Paprikapulver. Das schmeckt nochmal sehr, sehr gut, wenn man da so edelsüßes Paprikapulver noch mit dran nimmt. Und jetzt kommt der Geschmackstest natürlich noch. Ja, knusprig auf jeden Fall. Kann man nicht sagen, alles andere ist labbrig. So muss eine Pommes sein. Gut gewürzt auch mit dem Ketchup dran, rundet den Geschmack hier sehr schön ab. Auch wenn ich, wie gesagt, mehr so der Mayonnaise-Typ gewesen wäre. Oh, was ist das? Jetzt legt er die Gabel hin. Nein, nein, er klappt zu. Oh mein Gott, das war's mit der Pommes schon. Ist der Magen schon voll hier? Der letzte Schluck, meine Damen und Herren. Und vollkommen unspektakulär muss er das Experiment hier abbrechen. Ja, da ist zu jetzt, zu jetzt. Die Pommes gehen nicht mehr rein. Also damit ist hier finito. Schade, kurz vor der Ziellinie, das wär's gewesen. Ja, da kommt nochmal hier die Kapuze der Schande mit drauf. Er ist komplett selbst enttäuscht. Keine persönliche Bestleistung heute. Ja, stattdessen halb aufgegessene Pommes. Und damit geben wir natürlich ab hier aus dem Freaks4U-Essensraum mit Malte, der es leider nicht geschafft hat. Der Versager. Wie man unschwer erkennen kann, ich bin zurück aus dem Urlaub und zurück damit auch mit Rant Amori. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls nicht, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet oder was euch nicht so gut gefallen hat. Auch damit kann ich natürlich umgehen und arbeiten. Ihr merkt schon, ich versuche ja, euer Feedback möglichst umzusetzen, sofern es möglich ist, selbstverständlich. Ist nicht immer ganz so einfach, gerade vom Aufwand her, aber ihr werdet feststellen, ich gebe mein Allerbestes. Also einfach eure Vorschläge, was wollt ihr sehen in Rant Amori, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder zu Rant Amori.